sie kümmert sich um den Bereich, der meist unterschätzt und dabei dennoch der wichtigste ist, Kurzwegservice. In meinen Augen das A und O nicht nur der deutschen, sondern der weltweiten Wirtschaft. Und damit ist sie ein ganz entscheidender Faktor darin. Ich freue mich, dass sie hier ist, denn sie hat viel zu erzählen. Herzlich willkommen, Bärbel Göhler. Hallo, Hermann. Bärbel, schön, dass du da bist. Danke für die Reise. Ich finde das großartig. Erzähl, was machst du Schönes und warum ist dir Service so sehr am Herzen? Ich bin seit über 15 Jahren im Kundenservice-Bereich tätig, in verschiedenen Branchen gewesen, in der Finanzdienstleistung. Aktuell bin ich noch bei jemandem für einen Home-Shopping-Sender tätig. Wow, allein das kann spannend sein, das oder? Das ist total spannend und faszinierender Bereich, weil jedes Gespräch, was man hat, ist ja anders. Jeder Mensch tickt anders. Es gibt die, ich sag mal, die ganz dunkelroten von der Kommunikation her, die reinkommen und schreien und man muss sie erstmal runterbringen. Was ist denn überhaupt los? Warum bist du denn so verärgert, lieber Kunde? Es gilt also erstmal, den Kunden abzuholen, einzufangen, zu gucken, was hat er denn jetzt wirklich für ein Anliegen? Und das dann natürlich mit ihm schnellstmöglich auf eine total tolle Art zu lösen, dass dann nachher möglichst schmunzelnd oder lachend sogar aus dem Gespräch geht oder hochzufrieden ist auf jeden Fall. Schön. Du, ein Homeshopping sagt auch gern einen Satz dazu. Ich glaube, viele kennen die Marktbedeutung von Homeshopping noch gar nicht, oder? Es ist Wahnsinn, was da los ist. Es wird immer mehr und es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Anbieter, die auch unterschiedlichste Produkte anbieten, nicht nur die technischen, sondern auch Bekleidung, Schuhe, halt so alles, was man braucht. Oder auch nicht. Aber es geht auch durch die ganze Bandbreite des Alters. Also es gibt ja viele junge Menschen, die anrufen und denken, warum nutzen die jetzt nicht das Internet und bestellen online? Nein, also man merkt auch da, dass das Gespräch mit den Menschen immer noch ein ganz entscheidender Faktor ist. Also allein bei der Bestellung und wenn dann natürlich bei der Bestellung irgendetwas nicht rund läuft, jetzt gar nicht mal auf den Homeshopping-Bereich bezogen, sondern generell, wenn irgendetwas mit einem Produkt nicht rund läuft, man nicht zufrieden ist, die Technik funktioniert nicht, die Software läuft nicht. Ich habe was bestellt, das kommt nicht an, die Lieferung hakt oder eine Reklamation zum Konto. Ja, Sie haben ja da eine Rechnung gestickt, das kann ja gar nicht stimmen. Oder halt auch, es ist was kaputt, da gibt es dann immer so das berühmte Beispiel, ich habe bei Ihnen eine Bluse gekauft. Mhm. Ja toll, schön, freue ich mich, ist die Bluse denn schick? Ja, aber da fehlt ein Knopf. Och, ehrlich, das tut mir aber leid. Was können wir denn da jetzt machen? Ja, also, wissen Sie, bevor wir jetzt die Bluse hin und her schicken, was halten Sie denn davon, wenn ich Ihnen da am Preis entgegenkomme? Ach, das geht. Ja, natürlich, klar, ich komme Ihnen jetzt 6 € entgegen, Sie nehmen passenden Knopf, nehmen den an, ziehen sich die 6 € von der Rechnung ab und dann, ach, das ist ja toll. Ja, prima, danke schön. Das sind so Kleinigkeiten. Ja. Es gab dann auch, als ich im Finanzbereich gearbeitet habe, eine Geschichte, die ich hier gern zurückdenke, war ein junger Mann, der hat einen Computer gekauft, halt bei einem Händler und jetzt war das Laufwerk kaputt. Was macht er? Hat die Rufnummer der Bank, ist ja finanziert. Hören Sie mal, ich habe bei Ihnen einen Computer gekauft. Mhm. Aber beim Händler, nicht bei uns. Sie rufen ja bei einer Bank an. Mhm. Wie, ich rufe bei der Bank an? Nee, nee, Sie haben mir den verkauft. Nein, Sie haben den beim Händler gekauft. Mhm. Und jetzt gehen Sie bitte auch zu dem Händler und lassen den dort reparieren. Das machen nicht Sie. Nein, das mache nicht ich. Den das erstmal verständlich machen. Okay, der Weg ist ein ganz anderer. Du hast ein Produkt gekauft, du hast das aber finanziert. Jetzt hast du ein technisches Problem damit, wende dich bitte dahin und dann läuft das alles wieder. Ach, so geht das. Ja, natürlich. Und auch oft den Menschen erst klar machen, wie sind die Prozesse? Das verstehen die ja oft gar nicht oder wissen sie auch nicht, weil sie sich damit nicht befasst haben. Klar. Und denen das klar machen. Und das macht sehr viel Spaß, weil im Kundenservice hat man ja mit allen Bereichen zu tun und das wird nie langweilig. Es gibt zwar, die Anliegen sind nahezu identisch, klar, ja, es ist was kaputt, klar, aber der Weg dahin und welche Lösungsmöglichkeiten habe ich, wo kann ich zugreifen oder ein Produkt erklären, wenn ich es nicht selber weiß, gut, jetzt beim Homeshopping hat man nicht nur ein Produkt, sondern ganz, ganz viele Produkte, gibt es eine tolle Wissensdatenbank, wo ich zugreifen kann und schnell nachlesen kann, okay, ja, du musst den rechten Knopf drücken und dann den linken, dann läuft auch das Gerät. Mhm. Ja, oder du wechselst den Filter vom Staubsauger so und so. Das ist natürlich ganz toll. Und da
gibt es ganz viele Dinge. Es ist wirklich der unterschätzteste Bereich einfach im Unternehmen, weil im ersten Moment sagt natürlich jeder Unternehmer, ach, Kundenservice, ja gut, brauchen wir, kostet Geld. Weil im ersten Step, auf den ersten Blick, bringt der Kundenservice kein Geld ein. Ganz klar, ist anders als im Vertrieb. Aber im zweiten Step ist der Kunde, hat er ein Problem und das wird gut gelöst. Ja, dann ist er doch hochzufrieden. Ja, der kommt doch wieder und empfiehlt uns dann auch weiter. Ne? Ganz klar. Und das ist einfach ein Bereich, der leider viel zu wenig betrachtet wird. Du, aber heißt ja auch wirklich, dass, wenn ich das so wahrnehme, also nehmen wir mal Internet, klar, Eingabe per Tastatur, Bestellung, vollkommen kontaktlos, wenn man so will, eine Welt. Und deine Welt ist ja aber tatsächlich die Welt, keine Bestellung per Tastatur oder kaum wahrscheinlich, sondern hauptsächlich auch über Telefon. Und die Menschen wünschen sich das. Ja, oft. So. Und heißt aber auch, mir kommt gerade dieses Bild mit dem Barkeeper in den Sinn, der mixt zwar auch deine Cocktails, aber eigentlich hört er dir deine ganze Lebensgeschichte noch mit an und ist wahrscheinlich Beziehungsratgeber und Co. Wie ist das bei euch? Kommt es auch oft. Also gerade wenn was schief läuft oder so, dass die Menschen gerade in dieser Zeit jetzt oft völlig durch den Wind sind. Ja, ja, ich habe eine Mahnung gekriegt, das ist mir noch nie passiert, ich verstehe das gar nicht. Ja, ich bin aber auch im Moment, ja, ich habe ja nun auch weniger Geld und so, weil wir haben Kurzarbeit oder weiß ich nicht, oder es ist jemand krank oder verstorben, hat man ja halt leider auch dann, dass im Umfeld familiär was passiert ist, wo die dann völlig von der Rolle sind und man die auch da erstmal menschlich auffangen muss, ja, beruhigen muss, weil wenn jetzt eine ältere Dame mit über 80 eine Mahnung kriegt, ja, da brechen Welten zusammen, das ist ganz klar, die sind völlig aufgelöst und die dann erstmal beruhigen und sagen, ja, komm vor, wir sind alle Menschen, jetzt ganz ruhig durchatmen. Haben Sie denn noch einen Überweisungsbeleg, füllen Sie einfach aus und dann geben Sie es bei der Bank ab und dann ist doch alles schon wieder gut. Ja, und darf ich denn trotzdem bestellen wieder? Ja, natürlich dürfen Sie weiter bestellen, ganz klar. Ne? Und da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die einem da auch begegnen. Ja? Oder die dann urplötzlich ohne jeglichen ersichtlichen Grund mitten im Gespräch anfangen zu weinen. Und man muss, okay, was ist jetzt passiert? Kann man dann fragen, geht es Ihnen denn gut? Was ist denn jetzt passiert? Was haben Sie denn jetzt? Und dann kommt, aber natürlich hat man auf der anderen Seite, möchte man menschlich da vielleicht gerne auch mehr unterstützen, aber man hat natürlich auch oft eine zeitliche Begrenzung, weil ein Gespräch natürlich auch nicht zu lang sein darf, klar, weil man hat natürlich nicht nur den einen Kunden, sondern mehrere, die da Bedarf haben an einer Lösung. Nun, das ist aber wirklich so, und das finde ich schon spannend, und ich glaube, dann wird der Service wiederum deutlich, immerhin die buchen ja bei euch, weil man ja telefoniert, ne? Also und weil jemand da ist und weil ein Ansprechpartner da ist. Also ich denke, die würden wahrscheinlich das Angebot gar nicht wahrnehmen, wenn es dieses Gespräch nicht gäbe. Also insofern seid ihr ja schon eine ganz signifikante Rolle da drin. Definitiv. Also der Service ist immer ein ganz wichtiger Punkt, egal in welchem Bereich. Jetzt nicht nur im Homeshopping-Bereich, sondern in allen anderen Bereichen auch. Gibt ja auch im B2B-Bereich ganz viele Geschichten, wenn jetzt einer eine große Druckmaschine kauft und da ist halt ständig irgendwas, der zieht das Papier nicht ein in der Druckstraße. Ja, da braucht man auch jemanden, der das entsprechend lösen kann, ja, ganz klar. Und da ist natürlich der Ansatz ein bisschen anderer als jetzt bei so einem Sender, das ist auch klar. Ne? Aber ich sag mal, letztendlich geht es darum, dass der Kunde zufrieden ist und je nachdem auch gerade, wie gut ist das CRM, was ich zur Verfügung habe, um alles zu hinterlegen, dass auch, sag ich mal, der Vertrieb, wenn er darauf zugreift, weiß, okay, was hat der Kunde da schon, wo kann ich denn da dran anknüpfen, was kann der vielleicht noch brauchen oder jetzt beim Homeshopping-Sender oder jetzt nicht nur beim Homeshopping-Sender, sondern wenn Probleme auftreten, dass man die auch entsprechend dokumentiert, wenn einem jetzt fünfmal am Tag das gleiche Problem begegnet, ja, dass vielleicht irgendein Schraubverschluss nicht richtig schließt und das Produkt ausgelaufen ist, gerade bei Kosmetik kommt das dann schon mal vor, dass man das als Info weitergibt. Okay, hier gibt es ein Problem, das ist jetzt schon öfters aufgetreten, bitte mal weiterleiten, ja, dass der Hersteller da entsprechend darauf achtet, dass die Verklebung richtig ist, dass der Verschluss oben passt und so. Und das ist ja ein ganz wichtiger Bereich, dass auch solche Dinge, ein Feedback da ist einfach, um Produkte zu verbessern und zu verbessern und auch für den Kunden einfacher und nutzbarer zu machen.
Ja, ihr seid ja fast so eine Art Innovationsabteilung dann auch. Ne? Ihr kriegt ja mit, was schiefläuft, was sich die Menschen auch wünschen und so. Ja, ne? Ja, auch mit, klar. Da kommen ja auch ganz viele Ideen dann auch von Kundenseite, auch die sagen, ja Mensch, das vielleicht. Es gibt ja Übergrößen, ja, es gibt für sehr lange Menschen ganz wenige Dinge. Mhm. Für kleine Menschen, sag ich mal, kleiner gibt es Kurzgrößen zum Beispiel. Okay, ja. Ja, aber für sehr lange Menschen ist das eine Herausforderung? Ich kenne mich da aus. Was Passendes zu finden da. Ja, 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 noch dazu Schuhe. Ich habe Schuhgröße 51. Ne? Das ist ja zum Beispiel oder bei Damen Größe 43. Ja. Nahezu ganz, ganz wenige, die es da nur gibt. Mhm. Ja, wo man dann auch sagt, ja, sie haben so tolle Schuhe, aber warum nicht die Größe für Damen? Ja, natürlich, klar, gehen wir weiter. Und da gibt es ganz viele Dinge, die man dann tun kann, auch um das Unternehmen natürlich nach vorne zu bringen, ganz einfach. Ne? Und das ist ganz, ganz toll. Also es ist ein hochspannender Bereich, weil man wirklich mit allen Bereichen im Unternehmen zu tun hat und sich in allen Bereichen auch auskennen muss, einfach, um die Probleme zu lösen. Und das ist einfach das, was unheimlich Spaß macht auch dabei. Du, noch der letzte Satz zu Homeshopping. Ich glaube, es gibt auch eine große Bindung zu den Protagonisten im Fernsehen. Ne? Unbedingt, ja, unbedingt. Also es gibt dann auch ganz oft, dass dann kommt, gibt es dann auch Autogrammkarten von dem oder der Moderatorin, ganz klar, die dann auch rausgeschickt werden. Oder es gibt dann auch Fragen, die hat sowas Tolles an, ist das privat oder kann man das dann auch kaufen? Und, also es ist ganz, ganz oft der Fall. Ne? Und ja, und dann? Wenn die Bluse... Wenn die privat ist, kann man da nicht helfen. Wenn das natürlich aus dem Bestand ist, klar, dann sucht man das entsprechend raus und sagt, ja, das ist die und die Bluse, hat sie an, habe ich noch, in welche Größe brauchen wir denn? Und dann, ja, wird das rausgesucht, dann habe ich noch in den Farben, kostet so und so viel. Ja, ach, das ist ja toll, ja, schicken Sie mal zu und dann, ja, vielleicht noch eine schöne Handtasche dabei oder ein paar Schuhe oder wie auch immer. Also falls irgendjemand hier was, ich hätte ja, was genau, genau. Anbieten. Schicken Gürtel, Herr Mann. So. Klar, kann man natürlich dann immer auch da noch darauf hinweisen, es gibt noch dies oder was man unheimlich gut damit kombinieren kann und dann, ja, hilft man dem Kunden so weiter. Großartig, großartig. Was meinst du, wie ist Deutschland aufgestellt in Sachen Service? Das heißt immer, die Amerikaner sind freundlicher, andere verneinen das. Wie ist dein Blick auf die Servicewelt? Es hat sich viel gewandelt schon. Es gibt ja auch schon ganz oft in den Vorschleifen, bevor man dann zu einem Mensch vordringt, sag ich mal, die tolle KI, die da schon unterstützt, diese Ansagen, ja, wenn Sie das und das möchten, drücken Sie die 1 und dann drücken Sie die 2 und dann drücken Sie die 3 und irgendwann hat man dann Menschen dran. Mhm. Das hat sich schon sehr verbessert. Am Anfang waren diese Ansagen wirklich gruselig, ja, also wenn ich selbst irgendwo anrufe, in einer Hotline lande, dann, okay, hoffentlich klappt das jetzt auch. Das hat sich schon extrem verbessert. Da sind also ganz, ganz große Fortschritte schon erzielt worden. Letztendlich kann das aber noch kein Menschen ersetzen. Und grundsätzlich der Service, ja, hat sich schon gebessert. Letztendlich gibt es da immer noch ganz viele Dinge, die man tun kann. Und es ist immer noch ein großes Stück auch Servicewüste. Mhm. Ja, weil oft sind die Mitarbeiter dort nicht richtig geschult, nur ganz kurz geschult. Und es wird eine große Portion auch Eigenmotivation erwartet, sich damit zu befassen, okay, was kann denn Unternehmen überhaupt, wer ist mein Unternehmen, wo finde ich zum Beispiel auf der Homepage, welchen Punkt, wie finde ich mich da zurecht, dass man den Kunden auch da unterstützen kann. Und die ganzen Schulungen über die Produkte, die jetzt gut nicht beim Homeshopping, aber bei technischen Unternehmen oder Softwareunternehmen vorhanden sind, die haben dann doch manchmal noch ein ganz großes Stück. Und da kann man noch ganz viel tun. Mhm. Auch. Ich glaube, dass ja immer entscheidender wird, weil Menschen sich ja, glaube ich, immer mehr auch gesehen werden wollen, habe ich das Gefühl. Oder wahrscheinlich gibt es auch diese Zweiteilung, die einen sagen, lass mich ja anonym und im Internet und die anderen wahrscheinlich diese Sehnsucht noch weiter ausbreiten. Mhm. Ja, das auch, klar. Ja. Guck mal, so geht es mit dem Service schon los hier. Okay. Ist ja aber ein wunderschöner Punkt. Ich erlebe das ganz, ganz häufig, dass du hast irgendein Problem, ich gerade damit ganz häufig, hier mein Weihnachtsgeschenk, und dann stehst du da und weißt eigentlich noch nicht mal, was machst du jetzt damit? Was drücke ich wo? Genau. Ja, dann ruft man im Service an und der Kollege weiß das. Und dann muss ja das Problem erstmal wiederhergestellt werden. Ne? Weil was ja relativ, also
Ich habe mal den Spruch gehört in der Service-Hotline, können Sie das Problem rekonstruieren? Ich fand, also erstmal, die Aussage ist ja vollkommen richtig, aber dann stehst du erstmal da, dass du das Problem nochmal hinkriegen musst. Ja, genau. Was ist denn passiert, dass das genau das jetzt passiert ist? Dass das passiert ist, ja. Ja, das weiß ich nicht. Ich bin aufgestanden, habe auf den Knopf gedrückt. Okay, was war vorher? Haben Sie einen Stromausfall gehabt oder haben Sie vielleicht mal einen Stecker gezogen oder was ist? Ja. Natürlich, ich habe doch gestern den Stecker rausgezogen. Ah, sehen Sie, da sind jetzt die Einstellungen zurückgesetzt, dann drücken Sie jetzt mal hier, da und da und dann geht es auch wieder. Und das zu hinterfragen, wie ist es dazu gekommen? Das ist natürlich bei dem fehlenden Knopf bei der Bluse natürlich einfacher, der ist dann nicht richtig angenäht gewesen. Oder du, und sag mal, es gibt ja schon, ich glaube, da gehört ja eine wahnsinnig große mentale Stärke dazu. Also irgendwann hast du wahrscheinlich die Frage zum 100. Mal gehört. Was machst du dann, um mental gut drauf zu sein? Also man könnte ja auch mal einen Kunden umbringen, ohne dass der Kunde was dafür kann. Behaupte ich jetzt mal. Ja. Das stimmt, ja. Natürlich gibt es auch solche Situationen, gerade wenn jetzt in der aktuellen Zeit ist es da halt der Lieferverzug, den man nicht beeinflussen kann, leider manches Mal, wo man dann wirklich beim 150. Telefon innerlich denkt, nicht schon wieder, klar. Letztendlich kann der Kunde nichts dafür, dass ich an dem Punkt bin. Ja, also einmal Kopf schütteln, mal rausgucken, ein paar Minuten abschalten und dann geht das auch wieder. Ja. Da gibt es auch ganz viele kleine Tricks, die man machen kann, die jetzt alle aufzuzählen. Da sitzen wir 3 Stunden dran oder 3 Tage, das ist ganz klar. Also erst hilft es wirklich mal Augen zu machen, Moment Luft holen und vielleicht einen Kaffee trinken und dann geht das auch wieder. Ne? Und dann ist der nächste Kunde wieder da und sagt so, ja okay, komm, geht's. Und der weiß ja nicht, dass er schon der 100. ist. Das weiß der Kunde nicht, nee, natürlich nicht. Für den ist das die erste Person, die dran ist. Ja, für mich ist es der 150. Und klar, aber da kann der Kunde ja nichts hören. Der wird genauso freundlich aufgenommen wie die anderen 149 vor ihm. Das ist der Profi. Schön, du. Und nachdem sich jetzt Siri schon gemeldet hat, was glaubst du, wo wird uns die künstliche Intelligenz hinführen im Servicebereich? Sie ist sicherlich sehr unterstützend, notwendig auch, wie ich sag mal, die Zahl der Anrufe zu routen, dass die richtig laufen. Letztendlich ersetzen Menschen, da sind wir zum Glück noch sehr, sehr weit von weg, weil eine KI kann keine Kontenklärung mit dem Kunden machen, ja, wenn der eine Buchung nicht versteht. Ich glaube nicht, dass die schon so weit wären, dass das verständlich rübergebracht werden kann. Und es geht auch letztendlich um das Anliegen als solches, das Erkennen, das zu differenzieren, wie gravierend ist denn jetzt dieser Fehler, der aufgetreten ist, und was können wir daraus machen, reicht da eine Gutschrift, brauchen wir eine Retoure, da braucht man doch letztendlich noch immer den Mensch, der da ein ganz, ganz großer Faktor ist. Ist ja auch dann ein ganz großer Ermessensspielraum, ne? Zu überlegen, was kann ich, was darf ich, was soll ich. Genau, wie viel Kompetenzen hat denn der Mitarbeiter auch? Ja. Ja? Kann er jetzt eine Gutschrift mit 5 € geben oder kann er 30 € geben? Wie ist es vorgesehen? Das hängt ja auch vom Produkt ab. Ja? Mhm. Wenn das wirklich der berühmte, bleiben wir bei dem Knopf, wenn der fehlt, ja gut, da reichen dann mal 2-3 €. Ja? Ist das jetzt ein hochwertiges Produkt, ein Ledermantel, wo eine Naht gerissen ist und der jetzt wirklich zum Schneider gebracht werden muss, ja, da komme ich natürlich mit 5 € nicht weit, weil da sagt der Schneider auch, dafür fehle ich mal den Faden ein. Ne? Das ist klar, das variiert ja auch dann. Und da ist, sage ich mal, auch so ein bisschen herauszufinden, wie glaubwürdig ist denn das, was der Kunde da erzählt? Kann das denn überhaupt so sein, ja? Dass jetzt da der ganze Arm nicht genäht ist, also ein Stück kann mal passieren, dass die Nadel daneben flutscht, aber ein ganzer Arm nicht zugenäht, das glaube ich dann doch nicht so ganz. Und da geht es natürlich auch, das herauszufiltern einfach im Gespräch. Und das ist auch viel Bauchgefühl, das ist auch eine Erfahrung, die da mit reinspielt, die man im Laufe der Zeit bekommt. Ja? Und man dann weiß, man auch ganz genau weiß, okay, ja, man sieht es dann ja auch, sag ich mal, in den Kundenkonto. Ist das jemand, der zum ersten Mal anruft und sowas hat, oder ist das jemand, der da vielleicht schon öfters was hat? Und kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie kommt der rein, wie ist so das Empfinden auch. Das spielt ja, also das Menschliche, das Zwischenmenschliche auch eine ganz, ganz große Rolle mit. Genau dafür brauchen wir dich. Ich sage ein großes Dankeschön und dass alle Kunden genauso happy sind, wie sie es nach einem Gespräch mit dir sind und die Welt vielleicht ein bisschen besser gemacht wurde. Danke, Bärbel Göhler. Merci. Dankeschön, Herr Mann.